Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu diesem First Look von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, was auf der E3 2021 angekündigt worden ist und bei uns so ein bisschen das Interesse geweckt hat, weil du bist ein riesen Final Fantasy Fan und ich mag die Kämpfe aus Nioh, denn dieses Spiel wird von den Nioh-Entwicklern gemacht und der erste Trailer, ja, hatte schon Interesse geweckt, aber wir wollten es doch mal selber ausprobieren. Für mich ist es tatsächlich eher so eine Art, ist es wirklich so scheiße, wie der Trailer aussah oder sah einfach nur der Trailer scheiße aus? Wollen wir jetzt ausprobieren mit der auf der PlayStation 5 exklusiv veröffentlichten Demo. Einfach normal oder schwer? Machen wir mal normal. Wir wissen, Nioh ist ein knüppelhartes Spiel. Und da, also ich meine, der Kampf sah schon im Trailer nicht so Souls-likeig aus. Das war eher so Hack and Slash. Devil May Cry. So, ja, genau. Ja. Oh. Japaner und Blumenwiesen, wissen wir ja. Mögen die ganz gerne. Pass auf, gleich biegt German um die Ecke und sagt, ja, Tonight, German, was war da, eine Wand? Ah ja, ja. Das war einfach. Okay. Ah. Okay, gut, also, die Schadensoutputs der Gegner sind Nioh-Style. Wir haben auch gerade mal in die Tastenoptionen reingeschaut, die lassen sich also auch frei konfigurieren. Das ist ja in Nioh 2 Gott sei Dank auch der Fall gewesen, im ersten Teil war das noch nicht so, was mich tierisch aufgeregt hat. Ich siege den Goblin, jetzt hau ihn um. Haben die einen Ausdauerbalken oder was ist das Gelbe? Das ist Ausdauer, ne? Ah, das ist auch tatsächlich wie aus Nioh. Du kannst den ja auch die Ausdauer... Das ist eher so postmäßig wie in... Wie heißt Sekiro? Sekiro, genau. Ja, also bei Nioh gibt es die Mechanik auch, dass wenn du den Balken voll hast, dass du die dann staggerst und dann im Grunde einen schönen Finisher reinhauen kannst. Aha, genau. Hier wird es Wille genannt. Brich den Willen von Gegnern, indem du gelbe Leiste über ihren Köpfen entleerst, nähere durch gebrochenen Gegner und drücke X. Ja, das ist dann quasi ein Finisher. Richten. Genau. Wann immer der Gegner so, werden MP wiederhergestellt und dann den maximalen MP erhöht. Okay, MP. R2, um MP zu verbrauchen, um Gegner mit einer Aktionsfähigkeit schweren LP und Willensschaden zuzufügen. Es gibt zwei Aktionsfähigkeiten. R. Kombo-Fähigkeit. Checo. So, dann aber nächste Goblin. Spin to win. Das war jetzt die Fertigkeit, oder? Ja. Oh. Das, was man permanent gesehen hat im Trailer. Ah. Stimmt, die haben ja alle immer so lila Kristalle verwandelt und draufgeschlagen. Einfach Seelenschild. Halte X gedrückt, um eine Willensleiste zu verbrauchen und die Seelenschildhaltung anzunehmen. Du kannst die Dauer dieser Haltung verlängern, indem du X gedrückt hältst, blockst du dieser Haltung einen Angriff für Seelenschild ausgelöst, aber werden Gegner um dich herum ins Wanken gebracht oder leiden Willensschadens. Außerdem werden deine MP wiederhergestellt, bla bla bla, enthüllt. So ein bisschen so ein Parry-Art? Ja, aber irgendwie im richtigen Moment. Genau, ja. Okay, check. Das ist auch ein kleines bisschen aus Nioh. Da gab es die Yokai-Konterfertigkeit. Da wurde auch dann quasi... Wow. Bam! Ich finde, sowas muss ja immer sehr befriedigend animiert sein. Aber ein bisschen anders. ich mag das nicht so. Aber, jetzt mal ohne Scherz, es sah deutlich anders in dem Trailer aus. Das hier ist nicht der Devil May Cry. Das stimmt, ja. Das sieht man das also schon beim Beobachten sich auch. Also ein bisschen... Ja. Weniger Hau drauf, mehr Hauchtaktik, ne? Fortfähigkeit. Okay. Ach Gott, die armen Goblins. Benutze Seelenschild, wenn der Gegner Steinwurf einsetzt. Bam! Ha, und dann einfach zurückwerfen, oder wie? Ja. Jetzt kannst du ihn besiegen. Okay. Du hast es schon gelernt. Au. Ja, aber du musst echt drauf achten. Das tut alles verdammt weh, was du dir da einfängst. Heilen geht sehr schnell, ne? Sieht man gerade. Das ist relativ, also schön instant, ja. Beschreibung. Drücke L2 plus und Kreis. Wir haben übrigens Kreises, wir waren vorab schon in den Infos. Wir haben Kreis und X getauscht, weil man weicht auf Kreis aus. Und nicht auf X. Tut man nicht. Wer weicht auf X aus? Ja, Hand aufs Herz, möge uns in die Kommentare schreiben, wer weicht in Souls-Likes und dergleichen Spielen mit X aus? Es Ausweichrolle. Ja, es und ausweichen heißt weg.
Okay, ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das ist. Ja, dann spul nochmal zurück. Durch, ich guck da einfach. L2 und Kreis. Fancy. Okay. Vorsicht, die tun echt weh. Und gleich drei Stück. Crit! Immer auf Crit, jawohl und bam. Vielleicht hätten sie ein bisschen größere Gegner wählen sollen, weil die alle im Gras ein bisschen untergehen, ja, im Tutorial, ne? Und sehen auch farblich. Also da ist es, hätte ich jetzt gesagt, vom Design der Umgebung für ein Tutorial, Oder du machst die Gegner doppelt so hoch. Weil so können die ja kaum über die Grashalme drüber schauen. Fühlt sich auf jeden Fall ganz wuchtig an. Das muss es auch, wenn du so ein Knochenbrecherschwert hast, da, dass er eigentlich keine scharfe Klinge hat, sondern eher dazu da ist, dich einfach zu zermalmen, wenn du draufschlägst. Solche Dinge gibt es ja in Dark Souls und Demon's Souls und so weiter auch. Aber dass sie jetzt so ein krasses Tutorial machen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, in der Demo, okay. Ah, Gott sei Dank, jetzt kannst du mal. Ich dachte gerade, wir zeigen euch jetzt das Tutorial. Ja, liebe Grüße. Nächste halbe, dreiviertel Stunde, einfach mal Tutorial. Okay, also das Kampfsystem ist schon mal wenigstens ein bisschen variabel. Das einzige, Waffen. Bin ich jetzt gespannt. Kriegen wir vielleicht auch irgendwie ein Schwert oder irgendwas Kleineres? Und nicht nur, genau, nicht nur Großschwerter, wie hier gezeigt. Was ich nicht haben will, ist so ein Item-Loot-Wahnsinn wie in Nioh. Sind auf jeden Fall keine 60 FPS. Zing. Es hat aber schon halt sehr eine Devil May Cry 5 Optik, so vom Anfang, weißt du noch? Ja. So der Prolog quasi. Ja, und auch von der Farbgebung und wie er gestaltet ist, ne? Er hat so ein bisschen Devil May Cry Vibes. Chaos. Ich finde nur... Nur der Link sieht aus wie Final Fantasy. Ganz schlimm. Das mag ich gar nicht. Warum? Der ist mir zu aufgesetzt. Das will ein bisschen ernst sein und der will der Comic Relief sein, aber halt in irgendwie so ein bisschen, nee. Und der andere, der sagt einfach gar nichts. Und er, der sieht aus wie aus Final Fantasy 15, der Hauptmann. Okay, du kannst dich nicht mehr an Final Fantasy 15 erinnern. Gut, Bonfire. Ah, Bonfires. Mission. Abbrechen, Kampfanstellung. Oh, hui. Okay. Ausrüstung, Checko. Okay, aha. Okay, es alles gibt also ein Anziehmännchen. Nicht schlecht. Kombofähigkeit. Okay, rechts haben wir die Attribute, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Seele, Glück. Ja, das sind Kombos, ne? Okay, ja, genau. Da kannst du wahrscheinlich im Verlauf des Spiels Kombos lernen und die dann auf die Tastenkombination verteilen. Like. Ja. Not mad about it. Okay, Job. Nicht genügend Jobpunkte. Oh. Musst du dir erst verdienen. Ein bisschen okay. Abhängen wollen wir nicht. Warum machen die sowas? Weiter geht's. Warum ist dieser Trailer so scheiße? Ja, ich finde das gar nicht doof. Du bist jetzt gerade mal 5 Meter gelaufen. Also, weiß ich, Tempel der Toten. Ja, die Frage ist, was die anderen machen. Jetzt kriegst du nochmal Tutorial-Einblendungen übrigens. Auch interessant. Okay, also ja. Ein bisschen arm ausstaffiert hier alles. Noch ein Tutorial? Großschwert und Schwertkämpfer. Texte lese, ey. Das sind so japanische Spiele, die immer. Ich immer am Anfang, Final vor allen Dingen Final Fantasy, mit solchen Textwüsten da vollkleise. Habe ich schon keine Lust mehr. Das ist mir aber auch, ich glaube, das muss man einfach ausprobieren. Probier's! Ja. Wir langweilen euch jetzt mal nicht damit. Ansonsten müsst ihr Pause drücken und das in Ruhe durchlesen, wenn ihr wollt. Ja. Aber ihr könnt euch auch einfach selber die Demo für, was ich nicht verstanden habe, 25 Cent kaufen. Ja, im PlayStation Store, ich wollte die Demo noch runterladen. 25 Cent, wo ich mir denke, also ganz oder gar nicht, was soll denn dieser kleine Trinkgeld-Lobulus, ne? Ey!
Kein okay. Pausenmodus. Pause hier wird nicht. Is it Dark Souls? Kein Pausenmodus. Oh, das tut halt echt weh. Ja, ja. Ich vergesse immer wieder, wie es funktioniert. Die Steuerung. Also, du hast ein Level abgenossen gerade? Ja. Sehr gut. Stufe 2, stimmt. Jobmenü. Ah, das geht also Gott sei Dank immer und nicht nur am Bonfire. Das ist schon mal nicht schlecht. Kombo, Kommando, Passiv. Passiv klingt. Passiv auch richtig. Wahrscheinlich oben R1 und L1 kannst du wahrscheinlich auch noch durchwechseln, ne? Ja, wenn man dann halt andere Klassen hat. Ja. Okay, also schauen wir mal. Ansturm ist das Einzige, was wir können. Angriffsart, Schlitze, Gegner mit aufeinander. Noch folgen Angriffen auf. Yes. Okay. Zack. Ausrüsten. Mir gefällt dieses schön aufgeräumte, unaufgeregte Interface. Ja, das ist halt so typisch Final Fantasy ein bisschen. Finde ich nicht? Total gut. Jesus. L nach hinten, L nach vorne. Das klingt. Ich dachte, ich hätte was Neues auf. Das war, glaube ich, so eine. Es gibt auf jeden Fall hier. Ich bin nochmal ins Stopp-Menü, wie das heißt. Hier, Ansturm ausrüsten. Ja, also nicht, dass der irgendwie automatisch passiert, also dass das irgendwie so ein Angriff ist, der... Nee. Das las sich auf jeden Fall nicht so. Ja, dann... Da drüber, okay. Und ich hätte das gerne mit nach vorne und R. Das darf ich nicht. Okay, gucken wir mal. Ach, da unten zeigt das mir an. Schau. Bam! Unten da ist... Halber Spin to Win. Ja. Okay, Truhe. Karte gibt's nicht. Truhen. Das verwirrt mich nur sehr komisch, dass ich alles mit dem Mittelpad hier... Ja, die Interaktionstaste ist halt mit dem Pad, ja. Zwielichtsjacke. Nein. Kampfeinstellung. Das klingt auch irgendwie falsch. Kampfeinstellung. Oh, die ganze Tutorial-Einblendung. Ja, ja. Aber... Ich mag das auch, dass da ein Ausrufezeichen ist, obwohl mich das im Verlauf des Spiels sehr wahnsinnig machen wird. Mehr physische Attacke mehr für Abwehr. Ja, das nehmen wir. Unbedingt. Oh, da kann man dann auch ein bisschen Fashion Source machen. Also, I'm actually not mad. Oh, let's take it down. Oh, kann ich Sprungattacke? Drop Attack! Nee. Doch. One Crit. Da hinten wabert's unheilvoll lila. Das ist nie gut in Videospielen, ja? Also Vorsicht. Übrigens, schon wieder Level Up. Das mag ich nicht so gerne. Die Finisher. Musik. Wir haben leider die Musik hier sehr leise, damit ihr keine Rückkopplung habt. Aber ich mag ja Musik. Bitte sei passiv. Stärke 2. Jawohl. Deathmatch. Stärke Ring. Perfekt. Ruf. Thank you. Cool. Okay, schauen wir mal, was. Da kommen Sachen raus. Dann erstmal das. Ja, auf jeden Fall. Boah, wow, so ein Kohloch hat mich gerade ganz schön erwischt. Au! Achtung, du stirbst gleich! Noch gleich mit. Jawohl. Oh, Großschwert, da liegt ein Großschwert. We want this. Manche kriechen das. Wenn du Gegner tötest, die aus einem Schattenstuhl gekommen sind, sinkt die Willensleiste. Ach. Ja. Großschwert. We want Stufe 4. Das ist passend, weil du bist gerade Stufe 4. Und vielleicht ist es gar nicht so anstrengend wie bei Nioh, was so überladen war immer mit. Also da hast du ja ein Schwert bekommen und dachtest dir so, oh mein Gott, ich habe keine Zeit, das alles durchzulesen. Und das hier ist und? So Attacke, Magie, Verteidigung, Zauber. Das okay. Und ich habe alle 3,5 Meter ja ein neues Schwert bekommen. Ja, richtig. Vielleicht kriegen sie jetzt nochmal auf die Kette so ein bisschen wie bei Dark Souls, dass du einfach sagst, es reicht. Da kommst du her. Nö, da komme ich her. Oh. Sind wir echt mal gespannt, was jetzt hier ist. Es kommt garantiert auch noch ein... Was Größeres wäre mal schön. Also die ganzen eine Leiter, die noch runtergelassen ist. Und ein Checkpoint. Bonfire. Sehr schön. Toll. Okay. Toll. Lass mal nach da unten wieder. Ja, bitte. Gucken, runter geht immer. Ja. Oh. Schattenarmschuss. Es befriedet mich sehr, sehr stark. Oh, befrieden sagt man nicht. Befriedigt mich sehr stark.
Ja, geht hoch, geht alles hoch. Das ist gut. Und erhöhte Fundrate um 1,5%. Jawohl. Silver Serpent Ring. Jinx. Oh oh. Jetzt musst du wieder außen rumlaufen, du bist hier runtergefallen. Ah. Gibt es sowas wie Sprint? Ja. Oh, hello. Ich habe leider, fällt mir gerade auf, noch die Nier-Steuerung in mir. Du sollst auch gelegentlich mal was anderes spielen. Ich weiß. Kleiner Tipp. Aber ich möchte mal mit schwerer Attacke ausweichen. Ich wollte deine Attacke lernen. Und wenn du den umgehauen hast, musst du nach deinem nächsten Level abschauen. Du bist nämlich schon mit aufgelevelt. Ja? Ja. Steht rechts unten. Total unauffällig, rechts unten mit so einem fetten Icon. Oh, zweimal. Und, ja, okay, ich hoffe, das ist für Demo für die Demo wahrscheinlich. Ja, ja, klar, dass du früh halt schnell so ein bisschen reingucken kannst in die Fertigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so inflationär verbraucht oder gebraucht wird im finalen Spiel. Checo, auch nicht doof. Das ist eine neue Combo. Oder halt das da kommen wir schnell runter. Ich würde sagen, wir machen eher mal, dass wir viele Sachen, weil das hier ist so, ja, okay, du kannst viele Sachen. Oh. So many opportunities, so. Nehmen wir das. Ausrüsten. Checko. Über das Menü Kommandofähigkeiten kannst du Kommandos ausrüsten. Das habe ich verstanden. L2 und dann kannst du quasi je nachdem, wo du willst. Ja, das ist. Ja. Also das und nach oben. Und was macht Verstärkung? Fertigkeitsdetails. Weniger leichtes Wanken. Okay. Ups, mehr Poise. It's the Poise Boys. Also quasi so. Ja. Oh, schön. So hat mir der Nio übrigens die Consumables aktiviert. Mhm. Schnellzugriffsleiste, sogar 2 Kreuze, also im Grunde 8 Consumable-Slots. Ich vergesse immer die Steuerung, es tut mir leid. Also denkt euch nicht, dass ich zum ersten Mal ein Souls-Spiel spiele. Es liegt daran, dass ich einfach noch auf R2... Ich beobachte gerade das Heilsystem, weil im Grunde, das ist jetzt irgendwie wieder auf 5 gewesen. Mhm. Irgendwie scheint das entweder am Bonfire zu resetten, durch Level-Ups wieder sich aufzufrischen oder so, weil du warst jetzt in letzter Zeit nicht an einem Bonfire. Doch, doch, doch. Hier oben, an dem. Ah, okay. Mach nochmal. Ja. Das sieht so aus wie in Final Fantasy X mit den Sphären. Ich weiß nicht, ob die so hieß. Ja. Frischt wieder auf. Ja. Und das die Welt ist auch wieder gefüllt, ne? Also klassisches Souls-inspiriertes Element. Haben wir noch Punkte? Nö. Gemein. Aber okay, unterschiedliche Fähigkeiten kosten auch unterschiedlich viele Punkte. Fair enough. Magische Angriffe. Die darf man blocken. Fügen dir selbst dann noch Schaden zu, wenn du blockst. Ja. Ja, das ist okay. Das ist ja... Aber es kommen dann immer für Plöppels raus. Oh oh. Ausweichen. Nicht blocken. Ausweichen. Ah. Warte mal. Ach, schau mal, die kennt man doch aus Final Fantasy. Ich liebe Bomber. Bomber. Ich möchte das jetzt auch lernen. Hallo? Das ist jetzt endlich mal ein Gegner, den man ein bisschen besser sieht als diese kleinen Goblins in der Dunkelheit. Und den finde ich schön gestaltet. Oh, weg. Ich glaube, der explodiert, oder? Machen sie doch im Final Fantasy-Universum gerne mal. Wille. Ah ja. Wird sein Wille gebrochen, dann wirst du durchbrochen. Klar. Und dann muss ich kurz warten, bis ich wieder aufstehen darf. Auch das ist Nio. Zwielichtjacke 5. Oh, ein Stirnband. Level 8. Falsches Menü. Wollte ich nicht. Das wollte ich. Sieht immer so aus, als ob man es nicht machen darf. Bitte sieht es richtig doof aus. Oh Gott, ich lieb's. Wenigstens über den Augen, statt über den Augen aller Nieren. Ne? Ja, bei mir, das wäre schon ein bisschen. Das hätte mich jetzt ein bisschen mehr gefreut. Aber das Heilen dauert doch relativ lang, leider. Oh, der hat das Gras in Brand gesteckt. Oh ja, ich seh's. Raus. Okay, heilen. Interessant. Wenn man das vielleicht dann auch selber später machen kann, die Umgebung zu nutzen... weißt du, ganz klassisch Bioshock, da steht in der Pfütze, ich schmeiß einen Elektroball rein. Und tot.
Das muss auch mal passieren. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was hier ist, weil es ist ja nicht so wie mit Seelen. Nee, weil es gibt ja keine, verlierst ja kein Level-Up in dem Sinne. Genau, keine Währung an sich. Ich vergesse, das mag ich nicht so gerne, wenn man... Wenn du im Kampf hältst, verlierst du alle erhaltenen Sofortfähigkeiten und wirst bei verringertem maximalen MP an der letzten Sphäre wiederbelebt, die du berührt hast. Okay, es gibt doch eine Strafe. Aber habe ich jetzt noch mein Level und so weiter? Ja, das ja. Okay. Stärke um 2. Seele um 4. Insgesamt erlittener Schaden minus 10, das wollen wir. Also weil du ständig in brennendem Gras stehst. Ja, also das, was über dem Gegner steht, ist es auch so typisch Final Fantasy. Es wird immer angezeigt, was er gerade tut, welche Fertigkeit er gerade tut. So ein bisschen, ja. Ganz klassisch Final Fantasy Rollenspiel, dass man sich auch darauf einstellen kann, auch wenn hier, wenn auch in Echtzeit, ne? Aber, das ist... Was ist deine Meinung zu den unzähligen Genre-Spin-Offs von Final Fantasy? Es gibt so viel. Es gibt dieses Final Fantasy so Tactics, ne? Was ja ein ganz anderes Genre ist. Und jetzt haben wir hier halt ein Actionspiel. Nee, wir haben ein Souls-like. Souls-inspiriert bisher. Mal schauen. Ja. Ich mag das sehr gerne, wenn Final Fantasy versucht, sich immer mal wieder neu zu erfinden, weil... Du läufst zurück gerade, gell? Nein, du denkst immer, ich bin nicht zurück, aber ich lauf gar nicht zurück. Aber das nervt. Sprich weiter. Genau, ich mag das sehr gerne, weil Final Fantasy ist einfach eine uralte Serie und es wäre vergeudet. Es wäre vergeudet, das Universum und sowas wie Bomber, kritisch. Sich quasi, ja... das nicht mehr weiter zu nutzen. Ich muss einmal hier mich von diesem Ding treffen lassen. Komm mal her, ja. Nee, auf mich. Wieso treffen lassen? Ja, weil ich muss Feuer lernen. Okay. Ah. Ja. Nice. Aber der soll mich jetzt nochmal, weil ich glaube, wenn ich das in die Richtung mache... Jetzt komm mal her. Er hat gerade in deine Richtung geschossen. Okay. Ach nein! Okay. Die Fertigkeit geklaut und eingesetzt, um hier eine Wand frei zu brennen. Nice. War das? Hier. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Großschwert 9! Aber wo sind denn 3 und 4? Auch das würde ich der Demo zuschieben. Ja, möglich. Du hast sogar noch einen Punkt übrig, ne? Ja, ich weiß, aber das minus so, 10 das Schaden. Da wird er schon süchtig nach passiven neuen Perks. Das ist zum Beispiel nicht so gut, aber es kostet dann weniger. Ich mag das. Heißresistenz. Es ist auch hier gerade sehr... sonst alles sehr, sehr... Weißt du, da ist nicht so... Das ist quasi zurückgenommener als Dark Souls, weil du hast Schaden... Physisch, Schaden magisch, Verteidigung physisch, Verteidigung magisch. Klassisch. That's it. Und dann kommen Effekte. Ich möchte es jetzt gar nicht so geil finden, weil der Trailer so scheiße war. Aber besser als andersrum. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist ein Bombast Super Mega Hype Trailer und dann kommt das Spiel raus und du denkst dir so, und ja, wir wissen alle, es gibt jede Menge unrühmliche Kandidaten in der Spielegeschichte, die genau das erlebt haben. Das Marketing war brillant, der Trailer war einfach überragend, die ganze Fangemeinde hat drauf gewartet und sich die Finger geleckt und dann ist es rausgekommen. She ain't that good. Cyberpunk Anthem. Also was ich jetzt nur so ein bisschen schwierig finde, das liegt halt einfach daran, dass es noch nicht ausgefeilt ist. Hier merkst du, hat Team Ninja noch ein bisschen was zu tun. Die insgesamten das Gegnerfeedback und so weiter ist, also dass die mal geblockt werden oder mal umfallen oder sowas, also Poise Break,
das fehlt mir noch so ein bisschen. Ah, du, da möchte ich dir, glaube ich, sagen, da wirst du das wahrscheinlich nicht mehr viel erwischen, weil in Nioh musste man das auch lernen, die Gegner zu studieren, zu beobachten. Okay. Das hat dir das Spiel leider nicht so gegeben, wie du es aus Dark Souls kennst. Verstanden. Und je länger ich jetzt auch quasi die Spielfiguren so betrachte, das ist die gleiche Engine und alles. Die Animation vor allen Dingen, die Kampfanimation deiner Figur sind sehr Nioh inspiriert. Ah, die verlieren auch teilweise Tränke. Ist doch nett. Okay, da geht's dann weiter. Ich schätze aber, dass wir erstmal kurz noch innen weitergehen. Aber jetzt verliert mir das hier schon wieder alles zu viele Gegenstände. Weniger bitte. Da ist wie gesagt zu hoffen, vielleicht Demo. Ja. Dass sie das Feedback so ein bisschen annehmen, ne? Ja. Von den Leuten. Nee, auch dass sie im Grunde jetzt in der Demo einfach ein bisschen alles komprimiert haben, das ganze Spielerlebnis. Damit du viel schnell ausprobieren kannst. Das stimmt allerdings. Und es ist zu hoffen. Also, wie gesagt, du hast auf der anderen Seite hast du Nioh, das dich halt zuballert mit Items. Und das mag ich halt gar nicht. It's no Diablo. Mir hat's auch nicht gefallen. Ich verstehe, dass viele das mögen. Mir hat's einfach nicht in das Genre reingepasst, weil mich das einfach ständig. Ich habe so keine Zeit, es immer zu lesen. Ja, ich möchte gerne mal mein Langschwert plus 3 und das halt auch mal für eine Stunde oder so. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder den Dingens hier. Das ist aber nicht easy hier, ne? So 4 von den Burschen. Muss man mehr mit deinen Spezialattacken oder sowas. Ja, ich versuch's. Ah, ich vergesse immer, dass man. Ah, wo weicht man aus? Da. Du hast es auf Reis gelegt. Ja. Oh. Du lebst noch. Oh, sag das nicht. Das darf man nicht sagen, du lebst noch. You jinx it. Aber da will ich jetzt hinten schon hin. Aber das ist eine Sackgasse. Ja, aber da gibt's gute Sachen. Ja, nicht, dass wir jetzt zu lang hier. Wir wollen ja ein bisschen was zeigen. Geht ja nicht darum, jetzt hier irgendwie. Ihr seht das dann schon. Ihr könnt es ja selber auch spielen. Kostet nur 25 Cent. Natürlich dienen solche. Das auch gar nicht. Ja, weil das ja. Natürlich dienen solche Fails natürlich auch immer dazu, das zu lernen, aus seinen Fehlern zu lernen. Das ist ganz klassisch, dass das. Im Grunde in so einem Genre, in so einem Spiel, die erste Gegner von mit so einem Gegner erstmal immer überwältigend ist und nach lernt man dann, ihn zu studieren, gut zu adaptieren. Alter, das hört ja auch nicht mehr auf. Das erinnert an die fiesen Pestbewohner aus Demon's Souls. Ja. Dung, 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 dung. Hey du, Arsch, schubst doch nicht so. Also diese Kombos muss man tatsächlich häufig einsetzen, damit das Ganze auch mal am Ende okay wird. Haben wir jetzt 3 Punkte? Yes. Jetzt hast du deinen Elementarschutz. Ach, Elite, allgemein. Ja. Das ist nicht nur Elementar, okay. Die sind jetzt richtig übermächtig. Ja, 10%. Weißt du, wie viel 10% bei Schadensoutputs alles so aller Souls-like sind? Ein bisschen weniger. Au, au, au. Da muss man echt warten. Geduldig sein in einem Souls-like. Musik jetzt auch echt gar nicht doof. Also man hört jetzt auch nicht so viel. Spin to win. Bam. Das nervt ein bisschen, die Finische, dass die immer mit den Kristallen sind. Das ist, bin ich nicht so der größte Fan von. Das wird dich schnell nerven. Ich finde vor allen Dingen Gott sei Dank nicht so lang. Ne? Also so eine finnische Animation darf auch nicht zu lang sein, wenn man sie immer wieder sieht. Ja eben, und die slightly too much. Sollen wir auch einen Blick auf deine Leben haben, ne? Ja. Hier. Ja. Jetzt heil. Boah. Was machen eigentlich deine Kollegen, ey? Ja, die chillen ein bisschen. Nicht besonders, ja, wenn du weglaufen musst, musst du den markieren. Ach, das kostet dann auch so ein bisschen Preis, okay.
Ja, das ist aber echt übertrieben mit 5 von diesen Burschen. Oh ja! Das war dein letzter Heilung. Ja. Ah, ich habe keine Mana mehr, okay. Ja, ja. Du machst das spannend. Uiuiui. Ein Treffer und das war's. Wo sind meine Boys? Was kannst du mit dem Feuerball machen jetzt? Kannst du die auch irgendwie... Ja, aber ich bin, glaube ich, so ein... Arg! Ich wollte es spannend machen und dass ich Gewinner war. Ich hab's nicht geschafft. Einmal versuche ich's noch. Na, geh mal außen weiter. Komm, wir haben es jetzt dreimal. Geh bitte außen rum, dazu mal bitte was anderes sieht. Leute, wenn ihr unbedingt sehen wollt, wo es da lang geht, spielt selber. Keine Gnade, aber dann wird er nicht kämpfen, ne? Weil immer nur im Hintergrund stehen. Super Kollegen hier. Ach, ich habe ja noch meine Perks. Kann ich auch. Nein. Da, jetzt ist er aus der Puste. Ja, verstehe ich. Wäre ich auch. So, jetzt warte mal. Hier. Und dann. Ich dachte doch. Warum? Weil wahrscheinlich der Balken voll ist. Ah, mir ausweichen, ey. Springen wir schnell raus. Ja, die kommen ja nicht vor. Die bleiben schön hinter ihrem Rasen stehen. Ich hoffe, die Gebiete bleiben so weitläufig, weil man sieht, gerade wenn die Flure eng sind, dann macht die Kamera ein bisschen Ärger. Nicht ganz verstanden, wie man die Mana auffüllt durch irgendwas parieren oder sonst was, aber da war ja dieser, genau, der Schlund, aber der ist ja jetzt. Ach, und durch Sachen kaputt machen. Okay, da bin ich gut dran. Das ist gut. Komm jetzt auch mal mit. Die kämpfen sich durch die Bombe. Let's move on. Das ist schon wieder so ein I. Und eine Sackgasse, oder geht's dahinter dann wieder weiter? Vermutlich. Der spuckt einen Bomber aus, na danke. Au. Aua, nicht so rücken. Und schön. Ja! Das wird mir reichen, weißt du? und was machen meine Kollegen so? Die sind beide da. Und die haben jetzt gerade ganz schön gar nichts gemacht. So, wir können wieder aufleveln. Yay! 4 Jobpunkte. Ab auf Stärke. Und Konstitution oder nochmal Stärke und dann gibt's hier Schlitzen oder 9 Job. Müssen wir nicht lange drüber reden, ne?
Nö. Oh, so, gucken wir einfach mal hier so ein bisschen auch die Umgebung an. Ja, das ist Demo-Material und keine 60 FPS. Ich brauche noch mal. Aber es ist tatsächlich jetzt so ein bisschen Final Fantasy-Gefühl in einem Souls-like. Mhm. Ich bin wirklich überhaupt gar nicht böse. Okay, warum mache ich das? Warum habe ich mich geheilt, bevor ich mich ans Bonfire setze? Ist eine Abkürzungstür? Möglich? Vielleicht noch? Ja, sieht ein bisschen nur noch aus, ne? Ja, okay. Aber okay. Nice. Komm schon, darf ich? Was? Darf ich die jetzt? Ach komm, jetzt nicht weiter. Oh. Die haben uns so häufig bekämpft. Daniel möchte nicht, dass ich glücklich bin. Wechsel der Kampfsets, ach ja. Okay, starten. Kann eventuell an die unterschiedlichen Haltungen in Neo erinnern. Ja. Aber nicht nur so ein bisschen, ne? Das sind halt das andere Waffensets. Auch das, du kannst in Mineo auch zwischen Waffensets wechseln. Zwischen zwei Stück. Schuck. Also ich habe jetzt dann quasi... Wo ist denn dann die... Ach da. Also quasi jetzt hier Eis. Und wirken mit Wasser. Okay. Ja, zwei. Ich habe jetzt aufladen können, aber nicht wirken. Okay, vielleicht bin ich einfach nur noch ein bisschen zu dumm. Naja, so war es nicht gedacht. Ich muss das jetzt mal kurz noch. Das muss ich checken, weil es ist ja nicht verkehrt, Schwarzmagie zu beherrschen. Ja. Weil dann kommt mir auch die Bombe. Okay. Also, Schwarzmagie. Ah! Nasra, Eiska, Blitzka! Du sollst Wasser wirken! Ich würde aber gerne. Ja. Ah! Toll! Ein Kaktor! Das ist so klassisch Final Fantasy. Liebe Kaktoren. Ja. Wechseln des Kampfsets, Kettenaktion. Boah, lecko, ey. Also, ja. Muss man im finalen Spiel mal ein bisschen ruhiger dann das alles auf sich wirken lassen und trainieren. Aber es gibt offenkundig viele Möglichkeiten, die Kämpfe nach seinem Willen zu gestalten und nach seinem eigenen Stil halt einfach. Ja, und finde ich auch gar nicht so. Oh. Die blaue Magiermaske, aber die geht nach unten, sehr gut. Ja, vielleicht ist es ein Chris Lizard-Style, ne? Ja, möglich. Weil er ist weg. Jetzt warte mal. Ja. Du stehst im Gras. Achso, deswegen kurz weg. Du hast keine Mana mehr. Wolltest du die Haare löschen? Ja. Also das Zaubersystem ist noch ein bisschen fummelig, muss ich sagen. Man hat ja gleich am Anfang alles, ne? Ja. Gut, gucken wir mal kurz, was wir uns so anziehen können. Ich mag Sachen. Oh, jetzt hast du neue Fertigkeiten, Bäume. Auch den gleichen... Ah, okay, die teilen sich aber auf jeden Fall nicht den gleichen Skill-Amount. Kann man machen? Okay. Oh, Intelligenz. So klug. Ruin, ich mag Ruin. Entschuldigung. Alles so Final Fantasy. Warte ab, am Ende kannst du noch Ultima rumballern. Ja, ich sag's nur. Das ist für mich leider für jedes... Ich habe ja nahezu alle Final Fantasies durchgespielt. Und tatsächlich ist für mich Ultima das, worauf ich immer hinarbeite. Ja, das wollen wir. MP-Kosten minus. Sehr schön. Jetzt sehen wir aber auch aus wie MechWarrior. Ja. Zugefügter Feuerschaden. Nee, ist alles Minus. Ich sehe da nur Minusse. Ja, du musst auf die Effekte. Ja, auch, aber ich sehe nur Minusse. Ja, ist auch wahr. Neue Hose. Ah,
deswegen war das so gut. Verstanden. Also das ist quasi Hose und Ober... Das dann aber wiederum so ein bisschen doof, weil das zählt jetzt hier nicht zusammen, ne? Naja. Und noch ein paar Schuhe, die auch nicht so gut sind. Sind wir einfach Darth Vader. Es ist sehr dunkel allgemein, das Spiel. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht nur an unserem PC, ihr könnt ja mal gerne sagen, ob das bei euch zu Hause auch so war, sofern ihr das spielt. Aber ich erkenne nichts. This is the one. All right. Aber der Tipp, da wird es weitergehen. Ja. Ich habe schon auf die Einblendung gewartet, this does not open from this side. Umschauen. Ja, vielleicht gedrückt halten, dass es dann irgendwie so eine Intro-Sequenz gibt oder so. Vielleicht war das damit gemeint. Oh, bam. Kablusch, bam. Du hast die Kirche kaputt gemacht. Ich wollte das. Geh mal nach auch. Da oben, da ist eine Truhe. Ja. Oh Gott, hoffentlich kann man nicht runterfallen. Is this Dark Souls? Es ist kein From Software Spiel, also. What's in there? Ja, mach auf, dann wissen wir's. Was ist da? Also, die sagen was mal so. Das, was die sagen, ist so ein bisschen. Gelb. Ah, es wird leider schon ein bisschen so, dass sie. Das ist ein bisschen übertreiben. Willensleisten, Auffülltempo. Unbedingt. Es ist gelb, wir ziehen's an. Ja. Kam da was? Irgendjemand hat was nach dir geworfen. Ist aber nicht nett. Ich bin tatsächlich extrem noch im Mir-Spielstil drin. Solche Levelbegrenzungen. Da ist ein kniehohes Hindernis. Oh. Ich muss wahrscheinlich wieder oben rum. Warum machen die dann sowas hier? Mach irgendwie stark Bröckchen hin. Okay, Sprint geht damit. So. Okay. Von Wolf. Ein Wolf. Time for a change. Time for a change. Doggos. Oh nein. Oh nein. Oh, die sind, ich sehe jetzt schon, die sind genauso nervig wie Promsoft der Hunde. Dieses erratische Rumspringen. Au. Ach, okay, ich krieg jetzt auch dafür, dass ich nicht diesen Job gerade anhatte, einen Jobpunkt dafür. Vielleicht auch nur jetzt. Ausrüsten. Kaskade. Jetzt machen wir einmal mal hier. Nee. Du kannst es nur bei bestimmten Tastenkombinationen. Feuriger Aufprall. Und hier haben wir jetzt 2 Punkte. Aber wir wollen 3, damit wir. Genau. Den krieg ich aber. Den Level Up kriegen wir auch noch rein. Ja, natürlich. Das geht wenig. Hier jetzt flott. Wäre mir wahrscheinlich zu flott für das Endspiel. Ja, es geht schon zügig voran. Enemy spot. Ah. Holla, die Waldfee. Ganzes Ulla. Wolfsrudel, ey. Oh, oh, oh. Der stürmt gleich. Ich weiß nicht, ob Wasser so wahnsinnig toll ist. Ui. Gegen Wölfe. Ja, größere Gegnergruppe hier. Der Alpha-Wolf. Vorsicht, deine Leben. Ja, ja, ja. Der Alpha-Wolf? Ne, das war das kleine Größe, der dazwischen reingesprungen ist. Glaube ich zumindest. Nö, du hast ihn erwischt. Was sind denn grüne Waffen schon wieder, ey? Grün ist ja eine unübliche Rollenspielfarbe. Ja. Grün sind ja Set-Teile normalerweise. Ja, schon. Okay, wir haben auf jeden Fall 2 Punkte mehr. Intelligenz und dann geht hier frostiger Einschlag statt feuriger. Aber ich mag halt schon gerne Ruinen.
MP-Wiederherstellung, normale Angriffe. Zwei Punkte. Und da beginnt sie, die typische Action-Rollenspiel-Motivationsspirale. Noch ein Level-Up, noch eine neue Fertigkeit, noch eine bessere Waffe. Flutscht in der Demo schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Okay. Krieger freigeschalten. Ach du je. Noch Fertigkeiten bauen. Das geht wenigstens schnell, aber ich find's verwirrend, dass es auf Dreieck ist. Ja, du kannst es ja umändern. Ja. Man kann übrigens, das haben wir auch geschaut, die kompletten Tasten Sachen frei belegen, ja. Frei belegen, man muss halt nur gucken, dass nichts nicht belegt ist, aber ist eigentlich nicht so schwer, dann habt ihr halt irgendwas Komisches auf L3 oder so. Gut, hier unten, das war jetzt tatsächlich sehr fordernd. Nicht so fordernd wie die Feuerviecher von vorhin. Das war jetzt halt so ein kleiner Mini-Boss, genau. Ne? Also einfach. Aber der war jetzt. Ja, okay, ich habe halt mal wieder Wucht eingesetzt. You again. Plumps. Ist er tot? Fall Damage von so einem fliegenden Gegner. Are you alright? Er ist wohl wirklich nicht mehr da. Gut. Ja, aber er hat was verloren. Wir wollen das noch kurz. Sorry. Ja, oben war eh Sackgasse. Ein Trank und ein Drachenschild. Schild. Oh, Jesus. Aber dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Doch, ich kann meinen Stab auch benutzen. Oh, und das ist sehr viel besser. Das sind ja Einhandwaffen. Ja. Insofern. Magiermantel. Ja. Plus 1, plus 3, plus 5, plus 15. Plus 1, plus 3, plus 5, plus 15. Plus 1, plus 3, plus 5. Oh, Schlaghosen. Ja, Mann. Also, es ist sehr viel zum Rumlesen. Und das finde ich jetzt gar nicht. Das ist kein Vergleich zu Neo. Kritikpunkt. Weil ich hier tatsächlich sagen muss, das stört mich jetzt nicht so besonders. Dass sie es nur irgendwie. Also du meintest, obenrum geht's nicht weiter? Nee, da war Sackgasse bei dem Bomber. Der hat nur von oben immer genervt. Aber wo geht's denn dann weiter? Hier? Ja. Helle Bade. Lanzen. Lanzen haben eine große Angriffsreichweite. Stichschaden. Durchdringender Stoß, Wuchtattacke, Flächenangriff. Pikinier, kannst du Lanzenwurf. Das versuchen wir jetzt einfach auch mal, obwohl ich eigentlich so der Lanzenmensch bin, bei sowas zum Spielen. Ach. Ja, es wird. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wie sie es im finalen Spiel machen, weil das natürlich dann jetzt schon sehr viel Komplexität in sehr im frühen Stadium des Spiels ist. Kann einen schnell überwältigen. Ja, sehr. Und mal sehen, ob das Demo-exklusiv aber ist. Aber wo darf ich denn den Pikinier auswählen? Im Jobmenü? Auswählen. Miep, 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 miep. Das geht nicht. Das ist aber schon komisch, oder? Ja, das ist ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt. Ich komme bisher damit ganz gut klar. Große, schwere Tür. Ah, okay. Ich dachte, normale jetzt Tür bisher. Das ist eine ganz schön lange Demo. Also, ich habe seit gefühlt 20 Jahren keine Demos mehr gespielt. Plumps. Wunderbar. Schön. Das ist jetzt quasi am Anfang hier, genau. Nicht? Ja. Nö, das ist einfach nur, dass er einem sagt, benutze mal L3.
Guck dich mal um. Okay. Ah. Big Door. Jetzt ist die Frage, sollen wir nicht trotzdem einmal kurz da unten resten, weil für den Falle eines Falls könnte das jetzt hier eine Boss-Tür sein und dann müssen wir ganz schön weit laufen und wenn wir da unten resten, dann nicht. Ja. Das ist eine gute Idee, ne? Ja. So we've come full circle, huh? Ladder. What's wrong? Jack! Can't be. Ich dachte, das ist kein Dark Souls. Dafür ist eine Leiter da, dass man sie benutzt, ich wenn man, dachte, nachdem man sie... Ich dachte, das ist kein Dark Souls. Ja, lauf doch andersrum. Ah. You are so right. Renn durch. Das ist die falsche Richtung, oder? Ich vergesse immer, dass man auf X drücken muss. Okay. Hui! Tschüss, auf Wiederschauen. Gibt ja keine, Gott sei Dank, keine Rennausdauer oder sowas. So, okay. Er will rückwärts laufen. Sehr gut. Was? Da war weiter hier. Ah ja, perfekt. Gut. Aha. Ja? Ich hätte gedacht, das wäre noch weiter weg. Nö, das nö. Ist sehr gut. Wie schnell ist das auch nicht? Alright. Time for a change. Ich spiele aber tatsächlich, ich möchte wirklich mich verteidigen, ich spiele nur so schlecht, wenn ich noch die andere Steuerung bin. Sagt er nach einer Stunde Spiel jetzt. Ja! Schön ist auch, dass immer die Säulen zusammenbröseln. Es gibt den Kämpfen auch immer so eine kleine Dynamik und Wucht. Fällt mir gut. Oh, man kann sogar, okay, über mehr als das, fünf, über ja. Das Maximum. Nicht verkehrt. Oh, Fledermäuse. Blutsauger. Endlich mal ein neuer Gegnertyp. Der hat bisher nur drei. Übrigens, ein großer Kritikpunkt aus der Nioh-Reihe, ne? Namengebende Gegner. Und da, ich möchte es mal ansprechen. Und da hoffe ich, dass Final Fantasy, das richtig. Ist nämlich Final Fantasy da anders, ne? Weil da können sich aus einem gigantischen Pool an Gegnern, exakt aus 15 Hauptspielen, bedienen. Nur hilft es halt in der Demo jetzt auch nicht gerade, dass wir jetzt hier mit dem, gerade nach einer Stunde Spiel, jetzt gerade mal den vierten Gegnertyp bekommen. Nach diesen kleinen Goblins, ja, nach diesen Wölfen, ja, die alles. Das ist halt wie gesagt eine Demo. Ich bin gespannt, 2022 soll die dicke Stute kommen, ne? Ja. Ist halt auch noch mal ein bisschen länger hin, dass sie jetzt sagen, okay, sie machen jetzt erstmal die Sachen, die fertig sind und ballern die halt hier so ein bisschen zusammen. Ach, das war aus dem Trailer. Theo. Ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet, aber der Hund schnarcht. Ich bin sehr verwirrt, wo es überall lang geht. Aber ich da schätze runter, da weiter da und hier. Vielleicht noch nicht. So ein Dead End mit dem Kreis rumlaufen, aber in der Truhe. Das ruckelt ganz schön. Ich das ist nur nicht. Hier über den OBS. Okay. Keine Sorge. Ein Schattenumhang. Wir haben jetzt hier erst nochmal 3 Punkte. Yes, please. Und. Hast du nichts anderes Haus rein? Intelligenz. Und hier haben wir noch 1 Punkt. Kann man den jetzt. Nee. Da brauchen wir 2. Okay, nur 2. Gut. Aber den Schatten Umhang. Jacke. Oh.
Oh ja, plus. Insgesamt erlittener Schaden minus 1,2%. Okay. Wow. Okay, wir dürfen halt kein Köpfchen anziehen. Jetzt verstehe ich. Affinität bedeutet einfach, dass man das mit dieser bestimmten Klasse dann effizient tragen kann. Sehr, sehr gut machen sollte. Aha. Das Einzige, was mich dann dabei stört, dass ich keine Sets quasi anlegen kann und sagen kann, okay, das ist, wenn ich jetzt auf Dreieck drücke, dann kriege ich irgendwas anderes. Egal. Ich beklage mich jetzt erstmal nochmal nicht. Bisher ist es okay. Rennen. Da kommen wir her. Ja. Umschauen. Ja, wissen wir jetzt mittlerweile. Das sieht jetzt schon mal nicht doof aus. Das ist eine coole Kulisse. Technisch jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber sie ist stimmig. Muss nicht. Das ist mir lieber, dass es stimmig ist. Ich wollte gerade sagen. Ausrüstungseigenschaften. Bla, bla. Okay. Oh. Okay, Schwarzmagie. Oh, unterbrochen. Unterbrochen. Wie geht die Dinge, die sehen echt ekelhaft aus? Popolöcher. Ja, die rosa waren Popolöcher, ja. Dann ist das große Popoloch. Die Gegner so dezent zurückweichen und die einen dich in die Luft schlagen lassen. Es gibt nichts Provozierenderes als das. Trigger. Ist es nicht klüger, das Popoloch zu hauen, weil sonst immer weitere Gegner kommen? Ja. Au! Jetzt lass mich mal in Ruhe. Ich muss nur kurz den Alpha-Wolf machen. Gut! Ernst! Ja, den Kiefer auseinanderreißen. Ah, das tut doch weh, sowas. Stinkt bestimmt ganz ordentlich. Das war auch aus dem Trailer. Ich muss es selber nicht sagen. Okay. Würde das vorab erstmal als First Look reichen, euch definitiv. Leute? Alternativ bieten wir euch an. Wir spielen das jetzt einfach weiter, machen noch einen zweiten Teil und ihr gebt uns gerne mal einfach in den Kommentaren Bescheid, ob ihr den sehen wollt und liked ganz häufig, weil dann lohnt es sich halt auch, den hochzuladen. Ne? Bis dahin, genießt diese Aussicht. Das war unser First Look von A Stranger of Fantasy. Ich kann mir den Haupttitel nie mehr. Stranger of Final Fantasy Origins. Final Fantasy Origins. Uns würde auch eure Meinung interessieren. Gerne in die Kommentare schreiben. Lass uns ein bisschen drüber quatschen. Als Mini-Fazit vielleicht noch so eine halbe Minute. Hau raus. Wow! Warum haben die so einen ollen Trailer gemacht, wo einfach nur 70 Mal Chaos gesagt wird? Warum ist da hier der rechte Bubi da so doof? Den mag ich nicht und seine kurzen Kommentare. Aber das Kampfsystem macht Spaß. Und ich bin gespannt, was der erste Boss... Vielleicht ist ja ein Boss. Sie müssen es eigentlich, diese Demo mit einem ersten Boss bestimmt lassen. Dein Fazit? Bin positiv überrascht. Schönes Final Fantasy Setting. Das Kampfsystem sieht echt spannend aus. Und man darf gespannt sein, ob und wie Team Ninja mit seinen Problemen in Neo Balance, Ausgewogenheit bei den Waffen und so weiter, hier gut zurechtkommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben dran. Also lasst Daumen da für Teil 2. Falls es nicht gut geliked wird, dann kriegt er keinen Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und macht's gut.